Achtsamkeitsübung Nummer 2. Der Beobachter des Inneren. Die Übung des Beobachters stellt den zweiten Schritt in der Achtsamkeitskaskade dar. Nachdem Sie durch aktives Nichtreagieren und die Konzentration auf die Atmung Ruhe haben einkehren lassen, folgt die Beobachtung des Inneren. Die Formulierung innerer Beobachter, wie die Übung häufig gebraucht wird, ist missverständlich. Da der Beobachter nicht innen, sondern grundsätzlich außen bleibt und dabei all das betrachtet, was im Inneren geschieht. Die Übung dient dem unnachgiebigen Einnehmen einer neuen Perspektive auf innere Vorgänge. Diese werden nun aus einer Außenperspektive betrachtet. Wie machen wir das? Vielleicht achten Sie vor der eigentlichen Übung einmal darauf, ob Sie wirklich innerlich und äußerlich Ihre Grundstellung eingenommen haben. Äußerlich bedeutet das, dass Sie es sich bequem machen, aber nicht so bequem, dass Sie dadurch schläfrig werden. Sie können dabei die Augen offen halten oder schließen, ganz wie Ihnen das gefällt und wie es angenehm für Sie ist. Die innere Grundstellung nehmen Sie ein, indem Sie innehalten und Ruhe entstehen lassen, wie das am besten bei der Atembeobachtung möglich ist. Wir üben das gleich mal etwas verstärkt. Sie erinnern sich. Atmung anschauen. Halbes Lächeln. Nicht steuern. Bei Ablenkung. Zunächst immer wieder zurückkehren zur Atmung. Vertiefen durch Beobachtung der Atemzyklen ein und aus und weiteres vertiefen durch spezielles Beobachten der Ausatmung. Ausatmung. Ausatmung, halbes Lächeln. Und das machen Sie gleich nach dem Gong für etwa 30 Sekunden, nachdem dann wieder ein Gong ertönt. Wir fokussieren in der zweiten Übung auf all das, was wir noch in der ersten Übung als Ablenkung loszuwerden versuchten. Auf all die Gedanken, Gefühle, Bilder, Erinnerungen, die in Ruhe von allein hochkommen. Während der ganzen Übung geht es nicht darum, etwas zu verändern oder zu erreichen. Es geht ganz einfach darum, zu beobachten, was ist. Einfach nur anschauen, was aufkommt, ohne es zu bewerten. Sie werden nach einiger Zeit der Übung wahrnehmen, dass es dadurch, ohne es zu wollen, zu einem vertieften Ruhezustand kommt. Wenn also gleich der Gong ertönt, gelangen Sie über die Atembeobachtung, die Sie ja jetzt bereits kennengelernt haben, zur Beobachtung des Aufkommenden. Der zweite Gong beendet dann wieder die Übung. Wann immer sich bei dieser Übung ein Gedanke oder ein Gefühl ins Bewusstsein drängt, richten Sie nicht wie in der Atemübung Ihre Aufmerksamkeit zurück auf den Atem, sondern betrachten genau diesen Gedanken und dieses Gefühl, ohne sich darin zu verlieren, ohne zu analysieren. Und ohne zu bewerten, nur das Aufkommende anschauen. Es gibt da meist ein Problem. Eigentlich ist es vielmehr eine, nennen wir es Versuchung. Indem Sie nämlich beispielsweise ein aufkommendes Bild anschauen, wird verlockend das Angebot unterbreitet, diesem und anschließenden Bildern und weiteren Bildern zu folgen. Das wäre nicht Sinn der Übung. Sie sollten sich ja nicht davontragen lassen. Sie schauen den ersten aufkommenden Gedanken an und kehren dann wieder zur Atmung zurück. Das üben wir gleich mal und ich erinnere Sie, zuvor nochmal an den Ablauf. Der Ablauf geht so. Atembeobachtung, halbes Lächeln. Vertiefte Atembeobachtung durch Beobachten der Atemzyklen, halbes Lächeln, Atembeobachtung. Vertiefte Atembeobachtung durch Konzentration auf die Ausatmung. Wiederholung so lange, bis unser Geist das erste Ablenkungsangebot unterbreitet, auf das wir dieses Mal eingehen, indem wir genau dieses Angebot anschauen, ohne zu bewerten oder zu analysieren. Und dann wieder zurückkehren zur Atmung. Der erste Gong kündigt den Beginn der Übung an, der zweite das Ende nach etwa 60 Sekunden, Bei dieser Übung ist etwas geschehen. Dinge, die im Inneren geschehen, werden nicht mehr erlebt und nicht mehr ausgelebt, sondern nur beobachtet. Dadurch sind sie nicht mehr selbst im Spiel, sondern außerhalb. Man kann sich natürlich fragen, worin besteht denn da ein Vorteil? Ganz einfach. Ein Teil der, wenn wir so wollen, gefärbten Wahrnehmung, die ja nicht die objektive Realität darstellt, geht verloren zugunsten einer nüchternen und objektiven Betrachtung. Das üben wir gleich nochmal. Bevor Sie beginnen, Anfang und Ende werden ja jeweils durch einen Gong markiert, erinnern Sie sich, dass Sie Aufkommendes nur beobachten können aus Ihrer Grundstellung, die Sie überprüfen sollten, indem Sie sich immer zwei Fragen stellen. Ist meine Ruheposition geeignet, Konzentration zuzulassen, also nicht zu so bequem, aber und doch angenehm. Zweitens, ist die Ruhetönung eingeleitet, das aktive Nicht-Tun, durch Atembeobachtung, Erst schauen, dann tiefer schauen, auf die Zyklen schauen, Freundlichkeit Einkehr gewähren lassen, halbes Lächeln, noch tiefer schauen, durch Konzentration auf den entspannenden Vorgang der Ausatmung, Ausatmung. Und nun wieder das beobachten, was aufkommt, ohne Bewertung. Dann wieder zurücklegen, die Atmung beobachten und dann das nächste verlockende Angebot unseres Geistes anschauen. Sie haben jetzt ein wichtiges Teilziel erlernt. Sie haben gelernt, draußen zu bleiben, grundsätzlich draußen zu bleiben und zu beobachten. Wenn Sie das in Ihrem Alltag auch ohne konkreten Schmerzbezug üben wollen, dann wenden Sie das inzwischen Erlernte auf eine beliebige Situation an, in der Sie Erregung, Aufgewühltsein, Verwicklung wahrnehmen, werfen den Anker durch Atembeobachtung und gehen nach dem Einkehren von Ruhe weiter zur wertfreien Betrachtung des Aufkommenden. Ist das beispielsweise Wut? So schauen Sie sich die Wut an, legen sie dann zurück, um sich wieder der Atmung zuzuwenden. Wahrscheinlich bietet ihnen ihr Geist nun wieder Wut an. Sie betrachten wieder die Wut und gehen zurück zur Atmung. Und so weiter. Bis sie nicht mehr können oder wollen. Und nun kommt das Erstaunliche. Mit der Häufigkeit der Beobachtung entfernen sie sich vom beobachteten Objekt. Und mit der Entfernung nimmt die Größe oder auch die Wucht ab. Oberstes Gebot für die Übung des Beobachters, das kann nicht oft genug wiederholt werden, ist, in keinerlei Interaktion mit dem beobachteten Objekt eingehen. Die häufigste Interaktion ist die Bewertung oder Kategorisierung in positiv oder negativ, in gut oder schlecht. Wenn unser Anker geworfen wird, weil wir uns über den erneut einsetzenden Kopfschmerz ärgern, und wenn wir dann im Stadium des Innehaltens als erstes aufkommendes Gefühl von unserem Geist Ärger oder Resignation angeboten bekommen, dann sind es Ärger bzw. Resignation, die betrachtet werden müssen und eben nicht der verursachende Kopfschmerz. Es ist wichtig, dass Sie diesen Unterschied verstehen und umsetzen, sonst funktioniert das ganze Prinzip nicht. Sie müssen also beim Beobachten sehr viel Sorgfalt walten lassen. In der nun folgenden Übung gehen wir davon aus, dass Sie Kopfschmerzen haben. Sie können aber auch den bei Ihnen persönlich am häufigsten auftretenden Schmerz wählen. Sie werden dann, wenn Sie gleich diese Übung durchführen werden, einmal die Situation simulieren, dass Sie im Rahmen der Schmerzattacke in Unruhe versetzt werden. Das ist dann das Zeichen zum Innehalten und zur Atembeobachtung. Nach dem Eintreten der Ruhe werden Sie den Schritt des Beobachters durchführen, was nichts anderes besagt, als dass Sie das erste von Ihrem Geist präsentierte Angebot annehmen und nicht bewertend betrachten. Wenn Ihnen dazu jetzt oder in der Übungssituation nichts Passendes präsentiert wird, nehmen Sie zu Übungszwecken das Gefühl Hoffnungslosigkeit. Betrachten Sie diese Hoffnungslosigkeit neutral, distanziert, für einige Sekunden und gehen dann zurück zur Atmung. Ich werde Ihnen nach einigen Sekunden jeweils den nächsten Übungsschritt ansagen. Beim ersten Ertönen des Gongs beginnen Sie mit der Atembeobachtung. Vertiefte Atembeobachtung für 15 Sekunden mit freundlicher Grundtönung, diese Zyklen betrachten, die ganz auf ihre Bedürfnisse ihres Körpers abgestimmt sind. Ausatmungsbeobachtung 15 Sekunden. Dabei Ihren Lungen, die ja ständig für Sie im Dunkeln arbeiten, mal so ganz freundlich ein Lächeln zuschicken. Hört sich komisch an. Versuchen Sie es mal. Den Lungen ein Lächeln schicken. Und nun vielleicht Beobachtung des ersten aufkommenden Gefühls. Vielleicht bietet ihnen ihr Geist Hoffnungslosigkeit an oder auch ein anderes Gefühl und jetzt dieses Gefühl wertfrei anschauen. Rückkehr zur Atmung. Das nächste schmerzassoziierte Gefühl ansehen, vielleicht Resignation oder jedes andere Gefühl. Dieses Gefühl jetzt bitte. Anschauen. Rückkehr zur Atmung. Das nächste vom Geist in Bezug auf ihren Schmerz angebotene Gefühl beobachten. Vielleicht den Wunsch nach Schmerzfreiheit oder jedes andere Gefühl. Und diesen Wunsch jetzt bitte anschauen. Rückkehr zur Atmung. Anfangs ist das nicht leicht, weil wir eigentlich gern mit spannenderen Dingen umgehen würden. Nun wollen wir unserem Geist ja etwas Gutes tun. Er soll dazu Gelegenheit haben, sich umzuorganisieren. Das bedarf innerer und äußerer Ruhe, die wir jetzt unserem Geist auch schenken dürfen. Großzügig schenken dürfen. Sie werden schnell Fortschritte machen, sofern Sie offen an diese neue Arbeitsweise herangehen und mit gewisser Großzügigkeit diese ungewohnten Abläufe zulassen. Gehen Sie dabei sanft und geduldig mit sich um. Wenn Sie das nicht tun, wer dann? Wir sind nun am Ende dieser Übung. Schön, wenn Sie sich darauf einlassen konnten. Sie haben nun gelernt, im richtigen Moment den Anker zu werfen und eine Bestandsaufnahme der Dinge zu machen, die ihnen ihr Geist in dem Zustand des Aufgewühltseins anbietet. Damit werden wir weiterarbeiten.